Anders als bei vergangenen großen Fußballturnieren wird es ausgerechnet zur Heim-EM in diesem Sommer kein zentrales Public Viewing hier auf dem Ulmer Münsterplatz geben. Das hat uns eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage bestätigt. Jubelten bei der WM 2014 noch bis zu 8000 Fans über den deutschen Turniersieg, wird sich ein solches Fußballfest hier 10 Jahre später nicht wiederholen. Und das, obwohl die EM im eigenen Land stattfindet. Laut der Stadt Ulm hat es bislang keine einzige Anfrage von Gastronomen oder Eventveranstaltern für ein zentrales Public Viewing hier in Ulm gegeben. Ja, und auch das Ulmer City Marketing und der Stadthausbetreiber Christian Becker, die sich sonst immer gemeinsam um das gemeinsame Rudelgucken auf dem Münsterplatz gekümmert hatten, sehen in diesem Jahr von einem Public Viewing ab. Der Tenor, Public Viewing sei in den letzten Jahren ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja, spätestens die Winter-WM in Katar vor 2 Jahren dürfte sich für solche Events als Sargnagel erwiesen haben. Der Münsterplatz selbst sei laut einer Sprecherin der Stadt übrigens ohnehin nicht für ein Public Viewing verfügbar. Das Endspiel der Fußball-EM findet nämlich am 14. Juli statt und damit genau an dem Tag, wenn hier im Herzen der Stadt Ulm ein Konzert der Wiener Symphoniker stattfindet. Spitzenorchester schlägt also Spitzenfußball. Ja, und wir haben uns jetzt einmal in der Ulmer Innenstadt umgehört und die Leute gefragt, ob sie ein Public Viewing während der Heim-EM vermissen würden. Das ist schade, ja, finde ich. Weil sonst ist ja immer was los, immer was geboten. Dann wären Sie selber aufs Public Viewing gegangen? Kommt drauf an, wenn ich da bin, ja. Ich finde es natürlich schon ein bisschen schade, dass es ausfällt, weil eigentlich ist es schon immer cool, auf dem Münsterplatz zu stehen und Fußball zu gucken. Aber ja, kann natürlich auch sein, dass es durch die klimatischen Temperaturen übelst heiß wird und dann wird man halt einfach nur gebrutzelt auf dem Münsterplatz. Insofern könnte ich es mir auch gut vorstellen, dass es als Sicherheitsmaßnahme für die Menschen ganz gut ist, weil dann nicht einfach auf dem Platz total viele Menschen sind und dabei total bei der Hitze gebraten werden. Finde ich eigentlich nicht gut. Die jungen Leute, oder soll eigentlich in der Stadt schon ein bisschen was los sein. Weil je mehr das abgesagt wird, umso weniger kommen da in die Stadt, umso so weniger wird die Stadt auch nicht mehr attraktiv. Das ist mir egal, ich habe Fernseher daheim. Ich habe Fernseher noch. Also ich brauche das nicht. Also Sie besuchen keine Public Viewings, oder? Nein, das ist mir zu viele Menschen.